Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben jetzt die Aufgabe, diese Burg hier zu besichtigen in der Hoffnung... Ach, hier geht's rein. Und hier ein bisschen was rauszufinden. Wir sind ja immer noch im Auftrag der Dings hier, der Tempel vom Dibella, Entschuldigung. Hab das jetzt gerade für einen Moment vergessen. Und hier müsste, glaube ich, so ein Brief sein irgendwo, dass wir wiederfinden müssen. Und wir haben schon eines der besten Schwerter, die es hier zu finden gibt. Das Daedra-Schwert haben wir schon. Also ein daedrisches Schwert. Aber es ist noch nicht das Katana, was wir haben wollen. Das Ding muss doch langsam aufgehen, oder? Hier geht es ja auch nirgendwo weiter. Es ist nur diese eine Tür hier. Finde ich super. Wir haben nicht mal eine Minute und schon stecken wir vor so einer Tür fest. Oh. So, Geist haben wir auch erledigt. Das finde ich super. Jo, Geist kann direkt auf uns zukommen. Okay. Also der... Der hat uns erwischt. Jetzt haben wir aber nichts mit Magie, mit Mana bei uns unten links. Schauen wir mal, was jetzt mit uns passiert. Hier liegt ja überall Loot. Potion Recipe. Die Dinger brauchen wir eigentlich nicht. Aber naja, egal. Und hier geht schon mal eine Treppe hoch. Kann es sein, dass das hier eher mehr geradlinig ist? Das Dungeon hier auf jeden Fall. Ja, super. Zweite Minute, gleich die dritte. Und schon stecken wir wieder vor so einer Tür fest. Okay, ab jetzt ist es weitläufiger. So, lass mir raten, der ist hier drinne. Ah so, super, danke schön. Nicht. Hier, Spellbook. Ah. Und jetzt? Aua. Okay, jetzt kann er mich auch erwischen. Wie lange dauert das jetzt mit diesem Zauber? Habe ich einen Potion mit? Restore Potion of Levitation. An den Wagen komme ich jetzt hier nicht ran, ne? Jetzt bin ich am Arsch. Resten kann ich hier auch nicht. Ja, super. Das ist ja schon mal gut. Ja. So, komm. Ich will hier raus. Aus dieser Position. Ja. Der Zauber muss jetzt langsam mal aufhören, bitte. Das wäre jetzt doof, wenn wir jetzt hier drauf gehen würden. Nein. Nie. Und jetzt konnten wir auch uns schon wieder bewegen. Toll. Super. Wir haben draußen zuletzt gespeichert. Ja. Klasse. Dann machen wir das wie folgendermaßen. Macht hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Und fangen von vorne hier an. So, der hat nichts. So, ach so, jetzt dafür haben wir hier ein Skelett. Ah, und der Geist tötet
hier eine Spinne. Ah, okay, dafür haben wir jetzt andere Items hier. So, aber trotzdem sind das viel Ingredients, sag ich jetzt mal. Und Spinnen können wir leider nicht looten. Und jetzt sind wir sogar auch fast voll. Aber diesmal haben wir unseren Dingens hier behalten. Wie heißt das da? Unser Mana. Ach, hier ist der Ausgang. So, dann einmal alles wieder removen. So. Und das auch einmal weg. Und 16.000 Gold haben wir. Ja, 16.122. Packen wir die lieber auch mal hier rein. So, wo haben wir hier vielleicht etwas? Reaction, genau. Die brauchen wir. So. Wir haben nur einmal Free Action. Okay, dann können wir jetzt nochmal hier hoch. Dann würde ich eher gleich. So, gibt's hier irgendwas Neues? Nochmal hier aber trotzdem. Trotzdem hier rechts rum gehen wollen. Also. Ja, so geht's auch. Und wir haben das Ding. Einen Moment, ich muss mal eben hier die Maus mal ein bisschen enthaken. So, you pick up a scrap of flesh carefully. It ritualistically stripped from a well-to-do merchant's hand. This was once a finger of Theodoric Wickcroft. Ah, okay. Aber es gibt hier ja mehrere Personen, die einfach denselben Namen haben. So, dann würde ich hier nochmal ein Safe Game auf die 3 machen stattdessen. Weil wir das Ziel schon erreicht haben. Okay, hier ist niemand. Hier schwebt ein Schädel. Komm, wir gehen da rein. Oder doch noch nicht. So. Hier gibt's nichts. Dann hätten wir hier noch die Treppe. Mich wundert, dass wir schon lange keine Werwölfe oder so gesehen hatten. So, haben wir erledigt. Ich muss aber auch sagen, die Quests vom Tempel der Dibella gefallen mir bisher am meisten. Ah, okay, das wäre so. Okay, das ging nur im Kreis. Das heißt, wir können hier irgendwo auch nochmal wieder nach oben. Genau, und hier irgendwo einen anderen Weg gehen. Erstmal am Schädel vorbei. Hier hoch. Waren wir schon da? Ja, hier waren wir schon. Da fliegt ja auch noch ein Schädel. Aber hier waren wir noch gar nicht.
Oder hier? Jo, noch ein Geist. Der nichts hat. Die tut mir leid. Ich denke, dass die schon tot ist. Dass man der nicht mehr retten kann, helfen kann. So. Erledigt. Das habe ich nicht gesehen, also. Joa. Jetzt müssen wir aber einmal ganz kurz zurück, nachdem wir das hier aufgesammelt haben. Weil unser Inventar wieder voll ist. Und das da auch noch einsammeln. Und dann gehen wir gleich wieder hier hoch. So, wahrscheinlich hier rum. Oder? Wenn wir hier entlang gehen. Und dann diese Treppe. Genau. Hier entlang und dann die Treppe. So, dann müsste nicht hier, sondern hier unser Wagen sein. So, Ingredients auch nochmal weg. So gehört sich das. Und Safe Game auf die 2. So, dann können wir wieder hoch. Und dann Reste erkunden. Kommen wir hier an. Vielleicht können wir hier einmal ganz kurz resten, weil Magie werden wir auch noch ein bisschen brauchen. Zeit haben wir ja eh genug. Okay. Wenn das so ist, können wir ja gehen. Wenn hier nichts ist. Oh. Wie konnte ich das denn übersehen? Ist da vorne noch vielleicht irgendwo was? Oder hier? Das kann ich nicht mitnehmen. War das hier? Ich glaube, hier war das, ja. Genau hier. Ja, dann haben wir hier eigentlich durch. Ah, und dann kommen wir hier raus. So, was habe ich jetzt? I found a finger, which I presume was once attached to Theodoric Wickcroft. It was curiously even ceremoniously served. I received a letter from Eloria Huxley telling me to get to Castle Masterwing and see what happened to the priest Theodoric Wickcroft. I am to either find the well-to-do merchant or evidence of his death. So, Rodister Kingcroft tells me that Alvaro Copperford is the devil's judge in Lemming, but it might be a good idea to go visit a well-to-do merchant named Modester Gearford in Mermont. Rodister Kingcroft doesn't know the relationship between the two, but it's worth investigating. Alvaro Huxley of Tantower has sent me to investigate the life of Avalara Copperford, who claims to be a prophet. I am to ask about her in her hometown, the Dirty Dagger Lodge. The Rodister Kingcroft is waiting for me there to give me his fast instructions. I am to meet him at the Laughing Dragon. So.
Müssen wir das Ding hier lesen? Also Finger. So, nein. Nee. Theology, I must keep my tracks short. Ja, und dann take lower priority. Man will follow shortly hereafter. Okay, dann wahrscheinlich muss ich zurück nach The Dirty Lodge. Das hier irgendwo war. Na, genau, Dirty Dagger Lodge. Und dann in die Taverne. Wer ist denn das jetzt? Bei Pelagius Max. It was Redpool. The tavern keep found Redister Kingcroft in one of the rooms. His body defiled in the most horrifying way. A grim parody of the old The House of the Bella mortuary rites. It was Evalera Copperfort. No doubt. This relic was found in Redister Kingcroft's chest cavity. Sea of Modestack Gearford and Mermont recognizes it. Was? Ist er tot? Liegt er hier irgendwo oder wie jetzt? Das wird, glaube ich, nach draußen. Jetzt will ich es wissen. Liegt hier. Hallo, gute Dame. It warms my heart to see you, Max. Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Okay, das. Ja. Hat ich recht gehabt, das geht nur nach draußen. Aber liegt er hier jetzt irgendwo tot? Die Frau ist noch da. Jetzt will ich es wissen. Ist er irgendwo? Liegt seine Leiche hier? Ach, hier geht's auch nochmal. Ach krass. Das Gebäude hat sogar zwei Dachböden. Oder weil ich rausgegangen bin, ist die Leiche jetzt weg. Okay, dann. Was habe ich jetzt? Lysausa Greenhouse told me about the ritualistic murder of Redister Kingcroft and gave me some bell found on the body. Lysausa Greenhouse suggested that I go to Mermont, show to Modester Gearford and see if it convinces him to speak to me. Also, wieder zurück nach Mermont. So, Mermont. Da hinten. Alter, das ist aber eine sehr, sehr verzwickte Quest, aber ich feiere das. A young lad hands you a letter and scurries up. Wir haben wieder einen neuen Brief. Yours sincerely, Zelda Greenhouse. The Dirty Devilosh. Dear Max, dear second. There's been a horrible accident here at the Laughing Dragon involving Roddy Sticking Crop. Please come here when you can. Yours sincerely, Lazar. Ja, da kam jetzt ein bisschen zu spät. So. Dann müssen wir wieder da runter. Und dann suchen wir mal den Dude wieder. Wo der auch. Genau, da drin. Der war ja auf dem Dachboden. Nicht er. Ich glaube, hier war das. Ja. So. Well, by the crypt, that's poor Evelara Copperford's property. Madness. I knew she was unstoppable. Unstoppable. Unstable. Also, unstable. Entschuldigung. But I never thought she'd really do it. By the Dark Lord, poor Redister Kingcroft. If I had helped him, he'd still be alive today. This won't make up for what I've done by failing to act. But you will know that to do with this letter. May Cunares forgive me. Okay, warte, jetzt haben wir hier. Well to do merchant torment me no longer, Elvira Copperfall. Okay, und wir haben jetzt vielleicht das hier im Kingcroft and gave me some bell found on the. Muss ich jetzt wieder zurück nach
Dingens hier. Wie heißt das? The Dirty Dagger. Aber erstmal will ich hier ein bisschen was verkaufen. Ich habe ja wieder vollen Inventar. So, wo waren hier jetzt die Läden? Hier genau. So. Verkaufe ich ihm alles, was ich habe. Oder alles, was ich verkaufen kann. Ja, das geht in Ordnung. Hat er hier zumindest irgendwas Dädrisches schon mittlerweile? Hier ist ja noch einer. Ist ja noch nicht. Dann gucken wir uns mal den anderen Laden an. So. Noch bisher noch nichts. Adamantium Saber, den braucht man nicht. Und da an der Ecke hat er nichts. Ja, dann gehen wir wieder zu Dirty Lodge, das irgendwo da unten sein sollte. Ne, Dirty Dagger. The Dirty Dagger Lodge. Jo. Dann quatschen wir mal mit der guten Frau, die da drin sein soll. Mit ihr. Okay, dann quatschen wir mal mit denen. People. Things. Work. Tell me about. Da. Evelara Copperfield. I'm new to the Dirty Dagger Lodge too. No, please excuse me. Da sind noch neue Leute. So, tell me about. Die hier. Ask around some more friends. Someone's bound to know. So, die hier. Go and find a friend or someone who knows something. I'm ain't either. So, nochmal. To be honest, couldn't really care less. Sorry. Ja, okay, dann. Hier die vielleicht. So, I'm sorry about. Also, vielleicht müssen wir hier. Dann hier nochmal. I'm afraid that means nothing to me, Max. Ja, glaube ich. So. Er hier. Okay. Kann mir auch nicht helfen. Always glad to help you, Max. I have nothing to say to thee. Heretic and Evelara Copperfield. Können wir gar nichts sagen, ne? You're that evil, Max, dear second. Telling you would be like telling Clavicus Field himself. Okay, der mag mich nicht, der meint, ich bin böse. Aber ich bin gerne böse. Sympathisch, böse, geil. Sorry, friend, I can't help you there. So, da nochmal. Even if I knew something, I wouldn't be telling a not. Dann gibt's aber auch noch Menschen. Und hier auch. I have nothing to say, the heretic of Evercopper, but you may already know that. Hat er schon mal mit dem gesprochen gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Evercopperfield, Evercopperford. I ain't gonna talk about Evercopperford to nobody. I wish I knew, Max. Could be anywhere. So. It's a good story, it is. I have nothing to say to the heretic of Evercopper. Okay, wenn die mir hier nicht helfen können oder wollen. Dann, wie hieß der Ort, wo wir hin müssten? Wo die sein soll? Lemming. Gehen wir mal nach. Hoppla. So. Nach Lemming. Da oben. Jo. Ach nö.
gehen wir ein bisschen außerhalb und warten noch mal einen Tag. So, hier. For a while. Achso. Noch ein bisschen weiter. Hier können wir wieder. Natürlich. 22 Stunden haben wir noch vor uns. Okay, die kommen jetzt mittlerweile. Ein Gargoyle. Oh, ich hatte jetzt cool gedacht. So, 22 haben wir noch vor uns. Ernsthaft? Wo? Ein Riese. So. Achtzehn Stunden haben wir noch. So. Komm, geh kaputt. Ranger just died. So, jetzt nochmal 18 Stunden. Okay, jetzt können wir durchziehen. Nice. Was? Ach nö, warte. So, dann wollen wir die beiden wieder aufsetzen. Ah, der hat nichts. War doch irgendwo noch ein Riese da. Der hat zumindest ein bisschen was. Und hier. Die hat ein bisschen mehr was. Nee. Genau, Z wollte ich drücken. Ist das Ding noch offen? Jo. Ist noch offen. Dann können wir ihm das verkaufen. Ja, okay. Ist da nicht viel. Der hat auch nichts, was... Hoppla. Was ich haben will. Da hat er nichts. Iron Katana? Nee, danke. Gut, dann gehen wir mal lieber in die Taverne da. So, ein Room. Eine Nacht. Ja, Uhrzeit haben wir 18:24. Dann ruhen wir uns mal für 12 Stunden nochmal aus. So. Geht's hier raus? Nein, wo geht's denn hier raus? So, ist die das? How they come to persecute me? Abandon your unholy abuse. Count of the House of Dibella. I am under protection of my god and the king of Daggerfall. Wir haben sie auf jeden Fall gefunden. Oh, gute Dame. I'm happy to see you, Max. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Ich würde jetzt Folgendes ausprobieren. Dafür würde ich einmal das hier machen. Okay, das funktioniert nicht. Wäre schön gewesen, würde das funktionieren, aber... So... Touch me that a very copper fort is not available. Yeah. But it might be a good idea to go with the well to do merchant name mode instead gear fort in Mermont. Doesn't know the relationship between. So, warte mal, dann vielleicht müssen wir den hier lesen.
First, forgive the silence of your love. It was not another attack of brain fever for some months now. I have been in spiritual turmoil, unfit to for any company, even for the comfort of your Dulcet Fellowship. My days of pain are over. But for this, I can never see you again. My life has a higher purpose than the fulfillment of a ridiculous love affair now. No longer can I suffer the evil of the House of Dibella, the evil they did to me, and the evil they are doing to all of Tamriel. The days the Prophet Maruk spoke of are on us again. I must rally the people by any and all lies, innuendo, bigotry, and threats to rise against the spiritual tyranny of the House of Dibella. Forgive me, my former love, and if you can, forget me. And if you can, do Nifa. Do not see me. If you do, I will slay you and stick candles in your eyes and twine your organs with leads for the greater glory of the gods of the universe. Filthy, well-to-do merchant, torment me no longer. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen muss. Oder so, da wird ein Liming-Button, ja? I received a letter from Aaron telling me to get the castle mastering and see what happens to the priest Theodoric Whitcroft. I'm to either find the well-to-do merchant or evidence of his death. I found a finger which presumed was once attached to Theodoric Whitcroft. It was curiously even ceremoniously served. You saw the greenhouse told me about the ritualistic murder already said Kingcraft and gave me some bell found on the body. Yzauza Greenhouse suggested that I go to Mermont, show it to Modestad Gearford and see if it convinces him to speak to me. I just read a letter that Avera Copperford sent Modestad Gearford a month ago and he gave me. The letter should thoroughly discredit Avera Copperford to any and all of her potential converts. The young lady in green was mad as a monkey. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Aber dann kümmern wir uns darum in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.